diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Vorderachse des Mercedes W221. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Beim Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Die Luftfedermodule nach Einbauanleitung kontrollieren. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls ist die Höhenlage des Fahrzeuges zu messen. Gemessen wird von der Radnabe bis zur Kotflügelunterkante. Das Messergebnis notieren. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrollieren. Die im System vorhandene Druckluft mittels Diagnosegerät ablassen. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Vorsicht! Bei der Demontage der Druckluftleitung kann Restluft entweichen. Der Leitungsanschluss ist mit einem Blindstopfen zu sichern. Der am Luftfederbein befestigte Bremsleitungshalter ist zu entfernen. Die elektrischen Steckverbindungen des Federbeins sind vorsichtig zu trennen. Das Gestänge des Höhenstandsensors mit geeignetem Werkzeug demontieren. Der Kugelkopf wird mit einem geeigneten Abzieher vom oberen Querlenker getrennt. Die Mutter ist nicht wieder verwendbar. Die beiden unteren Halteschrauben aus dem Luftfedermodul entfernen. Nach dem Entfernen der unteren Schrauben kann das Luftfedermodul vom Kugelgelenk des unteren Querlenkers abgezogen werden. Mit dem Lösen und Entfernen der Muttern am Federbeindom ist das Luftfedermodul fertig zum Entnehmen. Achtung, sichern Sie das Federbein. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Im nächsten Schritt wird das neue Luftfedermodul eingesetzt und mit neuen selbstsichernden Muttern am Federbeindom verschraubt. Das Federbein am Kugelgelenk des unteren Querlenkers einsetzen und mit neuen Schrauben fixieren. Achtung, es ist auf den richtigen Sitz zu achten. Die Halteschrauben laut Herstellerangaben festziehen. Den Kugelkopf des oberen Querlenkers am Radträger montieren. Achtung, es ist eine neue selbstsichernde Mutter zu verwenden. Den Kunststoffhalter für die Bremsleitung mit neuen Kabelbindern am Federbein befestigen und die Bremsleitung spannungsfrei einsetzen. Die elektrischen Stecker des Federbeins am Fahrzeug anschließen. Achten Sie dabei auf die richtige Verlegung des Kabels und auf den richtigen Sitz des Halteclips. Thank you.
Das Gestänge des Höhenstandsensors ist zu verschrauben. Nach erfolgtem Einbau des Luftfedermoduls werden die Räder fachgerecht montiert. Anzugsmomente des Herstellers sind zu beachten. Nach dem Entfernen der weißen Verschlusskappe den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen. Die Druckluftleitung am Luftfedermodul einsetzen und mit dem vom Hersteller vorgegebenen Werkzeug verschrauben. Achtung! Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Das Fahrzeug darf nur bis zum Bodenkontakt abgelassen werden. Die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug auf gemessenen 400 mm steht. Das Fahrzeug starten und mindestens 2 Minuten warten. Anschließend die Anhebefunktion der Bordelektronik betätigen. Im Cockpit erscheint die Meldung: Fahrzeug hebt an. Nachdem der Anhebevorgang abgeschlossen ist, das Fahrzeug komplett von der Hebeeinrichtung ablassen. Den Druckluftanschluss auf Dichtheit prüfen. Alle beim Umbau gelösten Schraubverbindungen nach Herstellervorgaben mit geeignetem Drehmomentschlüssel anziehen. Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Bilstein. Drive the Legend.